Nu werden wir wieder merken im 12. Kapitel, dass nie Leben fair in dieser Welt, was wir von Gott haben. Ich werde lesen Römer Kapitel 12, die erste 8 Vers, und dann werden wir so Stück für Stück wiedergehen, auch den 13. Kapitel. Römer Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber hinzugeben, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand höher von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einen jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wir an einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber unter den anderen ist einer das anderen Glied. Haben wir aber verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist, so lass sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung den Glauben gemäß, es sei Dienst im Dienen, es sei der, der lehrt in der Lehre, es sei der, der ermahnt in der Ermahnung, der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Einmal Batzewit, Paulus geht hier nur Eva zu den Römer in die Mäuse, einmal in eine ganz andere Richtung nennen. Nur der an Smörtmörke, wann wieder heute, dort wie Ende Prof sind in diesem Baum, dort wie die Genot Eva ans nur Hand, dann der an Smörtmörke, unsere Leiber hinzugeben. Und wenn wir lesen im Alten Testament, wird der Psalm uns schrieben, dort, da sagt er uns, komm zu seinem Vorhof mit Loben, mit Danken. Und wenn wir uns ein Bild nicht mal vorstellen, wenn die vielleicht mal ein Bild in seiner Hand von der Stützhütte, der hat einen großen Vorhof mit einer großen Dier. Und für die Israeliten wird er ganz bekannt. Durch diese Dier darf die Jahre durchgehen, wird er dankbar wir. Durch die Dier, wie der Jan, der ich mir wird nennen können, kann ich sagen, wer eine dankbare Einstellung hat. Was kommst du dann von dir verdienen Gott? Kommst du für diesen himmlischen Vater mit einer dankbaren Einstellung? Wie heute, wenn der Jan in die Stiftshütte ging, dann stünde der große Waschbecken. Dann musste er sich waschen. Und so wie ein Stück ab das andere abgetaken. Und dort hat uns von dir anwiesen, wo wir gehen, unseren Gott leben sollen. Ich denke, manchmal als Kinder Gottes haben wir verjährt, was Gott von uns will. Wir prallen, nennen, ich obtecke dir, der oben sagt, Gott, was hast du von dir für mich zu essen, mich hungert? Eier wieder derjenige, wir haben nicht gedankt. Wir haben nicht bekannt, dass wir schuldig sind. Wir rennen bis Glück durch, mit riesen Stäuble selber bären und sagen, Gott, was hast du mit mir? Mich hungert, ich will was. Und ich glaube, hier hat Paulus uns im Bett abmuntern. Er hat gesagt, gebt ihr nur Leiber hin. Damals in der Zeit, wo ein Tier geopfert wurde, da wurde der Deule alle verschneit und jeder Deule lag auf seinem Port, auf dem Brandopfer. Dort Eck hat auf einmal nichts mehr zu sagen. So selbst wie als Gläubige Menschen, als Geschwister im Herrn, jeder eine, wer seine Go verschieden hat, selbst wie uns Hand geben für Gott. Und Gott wird die Trachleihe. Nicht wie. Wir sollen aus dem Leben jetzt in Gott wohlgefälliges Opfer durchsenden. Warum? Am an diesen Gott zu deinen Kreis. Und ich sage immer, wenn wir der Leib Gottes, der Jesus Christus im uns Leben sichtbar ist, dass wir diese Leib erfahren haben, dann haben wir auch die Kraft zu handeln, dass wir das kennen sollen. Dass wir kennen fähig sind, ein Leben jetzt Opfer zu senden. Christlicher Glaube ist nicht bloß eine Lehre, sondern das Leben im Wandel in einem Heiligen Geist. Wir denken manchmal so viel, wenn ich dort gelehrt habe, dann redet das all. Aber ein christlicher Glaube dreht sich nicht bloß in der Lehre, sondern der dreht sich utwiese auch in der Tat. Und dort, wo Paulus gerade hier abrufen, dort, dort eine Leiber handgeben zu Gott, aus einem Leben, das heilig ist, das ist rein, Gott wohlgefälliges Opfer, welches sei ein vernünftiger Gottesdienst. Wenn wir darüber prüfen, die Arbeit, die Gaben, die Gott in uns geschenkt hat, wo wir Leute ankommen,
Wir können die Brücke für dich haben, damit du wohlgefällig hast. In den Wellen von dem Vater. Und der Herr wird uns zu helfen, wenn wir arm dort zur Verfügung stehen. Und wahrer sei ich hier gerne, dass wir Brücke einmal an sein Eck loszulassen. Wenn wir für Christus wollen durchsehen, ans Hand geben, dann mache ich mich loszulassen, wenn ich mir Hand gebe. Das geht nicht anders. Und dort merkt uns der Krieg war am Mut, dass wir ans Hand geben für den Herrn. Der zweite Falsch. Sei, wenn wir in dieser Leib leben dürfen, in das handgegebene Leben für Christus, das führt uns zu der Trennung von der Welt. Er sagte in dem zweiten Versfuß, wir sollen uns nicht die Welt glückstahlen, sondern wir sollen uns verändern. Und wenn wir handgegeben leben, in Leib gehen uns in Jesus, dort erst kriegt der Trennung, was das bringen wird in uns. Dass wir nicht mehr wollen einen Wunsch haben, in die schlechten Dinge zu leben, sondern für unseren Herrn. Wenn wir dann denken, dürfen, die erste Phase uns mit mir Hand geben, dann denke ich vielleicht an Johannes 12, 24. Denke ich, erst sagte, wo das Wettkur nicht erst in die Erdfeld und stirbt, kann er nicht Frucht bringen. Das macht einmal ihr sterben, damit er Frucht bringt. Und so ist hier auch, war er dort abgeraubt. Und wenn diese Leib du hast, dass mein Eck stirbt, und ich dann durch Christus seine Kraft kann Frucht bringen, dort merkt mich in Tränen von dieser Welt. Und so wie sie uns nicht Glück stahlen, mit der Welt, weil wir nicht sagen, was ist denn alle kleinen Punkte bei uns, sondern was ist die Welt? Wir können vielleicht ein paar Punkte immer sagen, die haben die Macht und die herrschen oder die sind in ihrer eigenen Richtung, die wollen verabblieben. So rennt es in der Welt. Jeder eine will das angesehen zu sein. Und wenn wir das Leben kosten, aber dort, wo ich sein, in uns denken, soll anders sein. Wir haben die Gift. Wie soll er loslassen, um für den Nächsten durch zu sein? Der dritte Falsch. Ich sage der zweite Falsch, warum wir das tun sollen, dass wir prüfen können, wo Gott sein Wille ist. Wenn wir dort nicht kennen, in Gehorsam Gott ja in Ewa leben, wir wollen wir prüfen können, wo Gott sein Wille ist. Und warum möchten wir gehen drei, ganz im ersten Kapitel, wo er sagt, und Gott hat sie dahin gegeben. Warum? Weil er denkt, verdreht wir. Und hier sagt Paulus, war im neuen Leben mit Gott, fangt war im Denken an. Er sagt, lasst euch erneuern eures Sinnes. Ans Denken mit war angedreht worden und mit Christus angedreht sein. Wie wollen wir so denken, was mit den Wellen von dem himmlischen Vater übereinstimmen wird? Und das uns drei Wiese auf das andere, von wo kommst du her? Wo bist du, wo du gekommen, dass du kannst in diesem Christus sein? Gnade. Das ist ein Geschenk. Und dann wird uns wahre durch die Handwiese, dann hält nicht mehr von dir, als was Gott dir gedacht hat. Und ich denke, hier ist das auch ein Problem, manchmal um uns. Jemand hat eine Gauf, und dann darf ich streben dem heran. Und ich will nicht sagen, dass es auch ist, dass wir jemand vielleicht nur übrigen, dass wir sagen, so brennend muss ich auch sein. Überprüfe nicht in andere Note auf und sage, ich will es selber sein. Das funktioniert nicht und Gott will es vielleicht von dir nicht mal. Sondern nimm die Sache an, wenn du Gott von dir hast, wo du nicht weißt, was du kannst. Und die Arbeit trifft für den Herrn. Und weißt du, so ist es auch mit unserem ganz normalen Körper. Mein kleiner Finger kann nicht die erste sein. Habe ich hier zu haben. Damit der Hand reich funktioniert. Wir würden uns gehen, wenn der lange Finger auf einmal umklingen, dann können die Kleinen nicht mehr. Da würden uns einmal nicht hören. Weil das ist normal, die hätte du Hand. Und so sagt Paulus, sagt wie hier auch. Wenn wir nicht uns einer dem anderen verschieben, ich will mehr als du, und ich will diesen Platz und du kannst den Platz. Sondern wir müssen einen denken, dort, was wir haben, das haben wir in Christus und das ist uns der Gnade geschenkt. Wir können nicht einer dem anderen überholen, die Sache. Und jedem anderen dienen wir auf einmal alle dem Nächsten. Und wir sind eint in Christus, aber verschieden. Und ich denke, das macht wir sehr leicht, dass wir Glieder am Körper haben, dass sie sich an sich dienen können. Zum Beispiel, wenn sie irgendwo an einer Hand was sie tun haben. Und die machen ihnen die Instrumente, dass sie diese Hand nicht mehr keine Brücke, der ist nicht mal ein Endesmann, weil er sei für drei Monate. Aber ich verstehe, wie wir da viele stehen im Mäutchen, aber wo wir im Mäutchen waren, waren wir uns alle hängen waschen. Diese Hand muss drin bleiben, das funktioniert nicht.
Ich kann auch mit einer Hand ein Bett so tun. Aber das funktioniert nicht, weil ich brauche Bett hängen, dass das reich funktioniert. Wenn ich will mein Gesicht waschen, ich kann auch mit einer Hand. Aber reicht das, wenn ich Bett hängen habe. Und so ist das auch in Christus. Wir können ans Amtzeichen nicht in den Schlicht kommen, sondern die sind ein Port von mir. Am dort Christus sein Leib komplett ist. Ich brauche Jünd. Ich brauche Jünde Gebete. Und so brauche ich ans Amtzeichen alle. Christus hat uns so gemerkt, dass wir verschieden sind. Und sie glücklich in der Sache, wo du bist. Der Diener abgehoben, du wie du fällst, was du kannst. Und dann wir leicht und dann wir hoch. Nimm dir glücklich an und du für den Herrn. So wird Christus sein Leib durchgestellt. Und ich frage mich einmal, wie ich dort einmal futtern kann, das spielt dir überhaupt keine Rolle, was von deinem Zeug haben. Die Rolle, was du bist, ist, dass ich mein Deins drüber für Gott. Das ist, was du wichtig hast. Wenn du mit einem Basen in der Tür am Rand, dann ist der Kreuz in der Wichtige abgehoben, der drüber für Gott ist, als wenn du einen Prediger stellst in der Kanzel. Und er bringt das Wort. In Gott seine Ehe spielt das keine Rolle. Und ich wünsche, dass uns des Tages noch einmal abweichen wird, mild merken wird, dann kann ich dir beifordern. Ich brauche gar nicht in der Bank besetzen, sondern Gott will, dass ich beifordere. Er hat mich gehoben an dir leicht. Die Bibel sagt uns, er hat uns alles geschenkt, wo wir unterhaupt kommen. Und dann haben wir auch Dolzene und dort. Versaßen wieder, haben wir verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist, so lasst sie uns gebrauchen. Und dann hat er hier 7 Punkte abnahme. Diese Weissagung, dem Deins, der Lehre, diese Ermahnung, im Geben, in der Barmherzigkeit. Sag ich, diese Weissagung, das Wort, das ja Menschen dich haben, ein Wort zu Schmack aufdachen. Dass er verständlich ist. Wenn du dort hast, dann nimm das an. Aber wenn du das nicht hast, dann hast du vielleicht einen von diesen anderen. In dem Wort Gott dir geschenkt hat, nach der Gnade, sagt er, wahrer meint wir hier das Geschenk. Und wenn wir diesen Wellen Gottes nicht heute leben, das Geschenk wird von uns genommen worden. Ich kann nicht von mir aus abstoßen und bloß die Rose in die Botschaft bringen, wenn Gott mir das nicht geschenkt hat. Und damit uns in dieser Hinsicht deutlich wurde, der Gove, den Gott mir geschenkt hat, das ist eine geliebte Sache. Gott wird einen Tag froh, wie hast du damit angegangen? Kriegst du es wie in der Bibel fingen mit den Jahren, wie er Sente kriegt. Einer hat 1, der andere hat 2, der andere 5. Er sagt, wie du nicht mehr drei Amte gehst. Und Gott deine Frau will fehl, sondern was? Wie hast du denn mit dir gehandelt? Und ich wünsche dir, dass du hier ein Bett abhalten kannst, wenn du weißt, dass du kannst dem Trost sein vom Nächsten. Du hast ein Wort für Menschen. Du kannst Menschen Mut machen, die Gabe der Barmherzigkeit, dann tu das. Und das spielt keine Rolle, wer du bist. Nimm diese Gabe und arbeite mit, trüb für Gott. Wenn du das meinst, du hast eine Gabe, du kannst jemanden ermahnen. Du kannst ihm vielleicht einen Fehler anweisen. Und du nimmst das an, du kannst für ihn beten. Dann tu das. Denn weil Gott kriegt dich durch die Brücke. Und wenn du das weißt, du hast eine Gabe im Deine, die interessiert das Bietefoto. Dann will Gott vielleicht, dass du in dir gekommen bist. Nimm das an. Dein für den Herrn. Du wirst dich die Gelegenheit beide dünnen. Und so habe ich alle Taub dem Leib Christi durchstallen. Wie Brücke ans Jehen sie dich. Jetzt sage ich einmal, wenn wir alle Uhr wären, was wollen wir da? Wenn wir alle Uhr wären, was haben uns die Uhr? Und so ist es auch, wenn wir alle einen selben Gehen wünschen, was haben dann alle die anderen Gehen? Und da hat Gott so geplant, dass wir alle verschieden sind. Und diese Gabe, das sind die Gabe von dem Heiligen Geist. Und diese Gabe lässt uns Fortschritte machen in der Gemeinde, auch in unserem christlichen Leben. Weil wir diese Brücke, wann wir die wahre Brücke im Kreuz hatten, durch den Heiligen Geist, dann wollen wir wachsen im Glauben. Wir wollen Fortschritte machen, verweichen. Ich will wieder lesen. Verschneien durch 21. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasset das Böse, hanget den Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge im Fleiß, sondern brennend im Geist. Dienet dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal. Haltet an am Gebet. Nehmet euch der Bedürfnisse der Heiligen an.
übet Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfluchen. Segnet und fluchet nicht. Freut euch mit Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Seid eines Sinnes unter den anderen. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht vor allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebet Raum den Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Hier möchten wir auf einmal Jean Paulus nennen in der Läufe. Diese Gove, was wir haben, wir können vielleicht noch verschiedene Gove verrechten, verschiedenste Dienste tun, aber wenn das nicht in der Läufe zu unserem Christus passiert, für wem haben wir die dann getan? Paulus sagt zu den Korinther, ich kann alles tun. Ich kann sogar meinen Körper verbrennen, Leute. Aber habe ich nicht der Läufe zu Christus, dann hält mir das alles nicht. Und ich denke, der Paulus nicht gerade nennen und er sagt, der Läufe, der muss ungeheichelt sein. Wir sollen das Schlechte hassen in den Göden anhängen. Und möchten wir Worte von Unerscheid, als wenn wir doll sind oder wenn wir jemanden hassen können. Wenn ein Haus in uns Berner ist, das ist anders, als wenn uns ein bisschen euer ist. Ein Haus, das uns über eine lange Zeit verbessert, jenem Nächsten. Und ich kann das in meiner Vergangenheit. Aber in euer, da kann einmal hoch sein, in ein paar Minuten ist das über, dann ist es vorbei. Du hast ein Unerscheid. So soll wir angestellt sein, gehen das Schlechte. Wie soll er das Schlechte hassen? Das meint, ist der Stich, komplett. Wie soll er einen Brief haben, der Gute hängt runter über. Das neue Leben, kann man sagen, in Christus, das ist getechend ein Lauf der Gute. Dann machen wir uns fragen, was trifft ihr in diesem Leben? Also, was hat dein Leben rückstahlen? Wenn jemand anders würde ein Zeugnis schreiben über dich, dann habe ich euch gefragt, wo diese Leute gebannt sind in dein Zeugnis? Oder wo dein Zeugnis gekennzeichnet sind von Zorn, euer, oder schlechte Dinge? Der Leute soll einen Christ rücktegnen, dass er in Christus leben wird. Dann wird er deutlich und sagt, der Bruder Leute, der muss von Hort kommen. Liebe Teuerherrche, wie immer du bist. Jeftet Menschen, wenn du begrüßt hast, wenn du dir begegnet, bloß weil du dort nicht antworten Leute wirst, dass du am nicht gleich. Dort ist keine Leib zu dem Nächsten. Wenn der Leib nicht im Hort Berner ist, wie uns, der ist gekommen von Jesus Christus zu unserem Nächsten, da ist dort nicht nur Leib, sondern da ist ein Geheichel. Na gleich, wenn wir hier wo den Karstel zur Stellhülle mal über uns selbst nur denken, dann machen wir auf einmal vorstellen, unser Leib ist manchmal in die Heichel. Und Gott sagt, hab nicht so eine Leib. Wie kann Jesus seine Leib nicht so zu uns? Du, wo wir gehen am Wirre, du wirst seine Leib ganz achter uns. Und du, wo wir mit am sind, ist seine Leib achter uns. Du, wo wir Fehler merken, ist seine Leib achter uns. Er blieb kriegt das Selje. Und dieser Leib, sagt er, soll in Anzug nicht bloß nur gefarbener Leib sein, sondern er soll die Drehwe sein von dem Helden Jesus. Und dieser Leib wünscht euch uns, jedem einen. Und wenn wir diese Leib vom Horte haben, dann bedeutet, ich will dem anderen, der ihr jeweils wird, am Traft. Ich will Ruhm geben, dass der andere Mensch auch ein Recht hat für Gott. Nicht, ich habe bloß immer alles. Sondern ich gebe ihr, dem, wem du trafst. Und ich glaube, wenn wir mit Leib angehen dürfen, ich sage immer, wenn wir mit Leib wahre Dinge anfangen, dann wirst du nicht Fehler machen. Und wann, da wird es sehr, sehr wenig sein. Weil der Leib von uns auch nicht vollkommen ist. Wir können trotzdem Fehler machen. Aber wenn wir mit Leib wahre Dinge, wollen wir wenig Fehler machen. Und wenn es so wichtig kriegt, diese Bruder Leib unter dem anderen, dort von Hort kommt, und wenn sagt, einer kommt mit dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, wie soll er dem Nächsten, der ihr jeweils, was am trifft?
Und das Tritt und Abhalten, dass wir möchten, wir sind überein in Jesus Christus. Er kann nicht meine Gabe für den anderen seine Tratje, sondern wir sind überein. In Kolosser sagen sie das auch, denkt ihr, das ist ein 3. Kapitel, der Vers 53, er geht nicht näher, wo das sagt, alles, was wir tun, das sollen wir für den Herrn tun, nicht für Menschen, für, von heute für den Herrn. Und ich habe ein Beispiel, das habe ich gelesen, eine Frau, die dort ausfällt, das ist meistens eine Last für uns. Besonders für die Frühe ist vielleicht. Einmal war ich mit dem Basen. Die Jungen sind da, wo die Erden bringen, die mir alles mit der Rüte. Und diese Frühe, die da fehlt, dann sagst du, ich, Gott, ich sehe dir so dankbar, dass ich diese Arbeit kann tun für dich. Weil das für mich einmal war ein Beispiel, wo du meine Sünden ausgetilgt hast. Ich kann einmal war ein Riese der Rüte und ich kann das reinmerken. So hast du mein Herz getan. Die Frühe, wie so mit dankbar erfällt, im Basen mit der Hände haben. Weil sie dort ihre Arbeit für Gott und nicht für den Mensch. Und ich denke, dass wo die Bibel uns immer wieder anweist, unsere Anstalt, Eva, die in dem Nächsten und im Deins soll immer Christus gerecht sein. Vers 11 sagt er, seid nicht träge im Fleiß, sondern brennet im Geist, dient dem Herrn. Wir sollen nicht füll sein, kommen sei. Sondern Christen sind gekennzeichnet, indem die Wellen sind zum Anfutter. Wie geht die dort von dir? Ist dein Leben getekend davon, dass du eine Person bist, die dir anfutter? Was du es für den Herrn anzustehen? Was du es reut es, das Evangelium auch mitzuteilen, wieder zu drehen? Und auch in ganz praktische Dinge, wie sie sich dann an, ob du Christus kennst. Ein Mensch, wenn er mit Jesus lebt, der kann nicht bloß einen Tag überschlupfen in der Stirn. Da lässt er ihn nicht doch. Sondern er will arbeiten, er will du sein für seinen Gott. Und in ganzen praktischen Dingen auch. Der Hoffnung in Gott, wenn er wie Hand, das wird an seinem Blick auf die verheißene Herrlichkeit viel, viel wieder merken. Da meint wir das erst nicht eine deutsche Hoffnung, das erst nicht bloß auf Ehrenwort hoffen, sondern das ist eine lebende Hoffnung, wenn er von uns, von Gott gegeben ist, wo Jesus sagt, deine Sünden sind ausgelöscht. Ich habe die angenommen aus dem Kind und ich will weiterkommen und ich will die mitnehmen, du hast, wo ich sie. Und wenn wir in dieser lebende Hoffnung leben, dann wird unsere Ehe merken, noch viel breiter checken, ab der Herrlichkeit, wenn er Gott für uns hat. Was er heute gemerkt hat für uns. Und ich wünsche, dass uns diese Hoffnung immer breiter wird. Wo gilt Gott das meint mit uns? Seine Herrlichkeit. Er sagt, wenn dort du es, dann teilen wir auch die Dullfote, wann uns das Schlacht im Trübsal. Weil ein Ziel ist, dort weit überlegen. Gott hat sich uns erbarmt und wir wollen einmal mit einem Tipp sein. Ich sage immer, wo die Gemeinde oder ein Christ in das Leben dort, du darfst sich sein Hort und sein Haus auf für den Nächsten, weil er sagt, wir wollen uns die Bedürfnisse der Heiligen annehmen und wir wollen Gastfreundschaft sein. Wir haben ein Bedürfnis im Nächsten, Gott zu sein. Das rennt uns ganz normal. Und wenn wir in diesem Leben die Hoffnung leben, dann merkt sich uns Hüß und uns Hort auf für uns im Nächsten. Und das ist dann ein Don't wer das ist. Das sagt einmal der Heiligen, aber da kann ein ganz Fremder auf den Hof kommen. Weil ich mir das immer denke, ich an, wenn die Bibel sagt, wenn wir jemand wegschicken, wie wir Engel vom Hof geschickt haben, ohne da wieder zu wissen. Und wenn die wem haben abgenommen, dann sagt er, wir haben einen Engel beherbergt, ohne dort zu wissen. Also wir haben Jesus selbst im Hüst gehört, wie sei. Bei uns kommt eine Früh, und ich kann ja nicht, sind wir von Quattro Canales, sind wir um, sie hört nicht, er will alle Hüst weich. Sie will bei uns danach bleiben. Ich sage, wir haben hier ein extra Bad, aber du kannst hier bleiben. Ja, ich will Geld auf der Flur. Ich sage, ja, der Check, der ist auf, du kannst zu schlucken gehen. Dann sagst du, krieg hier. Ich sage, ja, ich werde in eine Matratze hier anleihen, in eine Deich, nach einer Deich zum Tördeich und sie hat ein Kind mit. Ich habe nichts an den Check rückgenommen. Dann sage ich mir in der Früh nach Westen, du musst irgendwas wegnehmen, du bist fünf Lichter nach verschieden, du hast noch Geld und du hast noch das und das. Ich sage, nein.
Wenn Jesus sagt, dass wir haben ohne zu weit Arm im Hüß gehabt, was wird euch gefallen, dass das nicht gerade Jesus ist? Und jetzt in Jesus wird uns nicht bestehlen. Wir schneiden uns Hand und wir danken Gott, dass wir einen von seinen Menschen heute dürfen abnehmen im Hüß. Weil die Samaritan, die zu Klag saß, wir, da hat er eine Bade Töpfe geraten und sie lehrt bitte nach uns. Und bedankt sich, dass er heute kann tun, danach bleiben. Ich gehe auf ein neues Testament, wünsche der Gottes Segen und der Jink. Und uns fehlt keine Sache im Haus. Wie es eigentlich gebetet hat und like mir Hand gelegt hat, sehen wir in der Früh, hat sie beobachtet, was er deut. Da hat er sich gelichtet und gemerkt in der Check. Und wir alle die Bilder haben gegangen in die Bibel falsch, was er wäre. Und hat sich dann bewundert. Das heißt, man einmal lädt sich auch durch und schleibt. Uns fehlt keine Sache. Und ich denke, du, wo wir den Leib in Christus Hand, du merkst dich ans Hort, an der Dere ab, vor unserem Nächsten. Und wir wollen nicht mehr Angst haben, was wird mir passieren. Sondern die Bibel sagt, wir sollen Gastfreundschaft sein und Gott wird uns segnen. Unsere Hände sollen immer reut sein zum Segnen. Freut euch mit, sagt er. Und ich denke hier auch, ich habe gut mitfeilen. Wenn wir segnen und nicht flehen, so. Also das sage ich, freut euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. In Christ, wenn ihr mit Jesus leben wird, der kommt mitfeilen im Nächsten. In der Freude-Tit, auch in der Schlacht-Tit, wo andere Schlacht geht. Und dort war er dort auf Hand, wie sie über unsere Glieder sind. Wenn ich mir am kleinen Finger abgeknallt habe mit dem Hummer, woran war der andere Finger, stand sich alle drei Hölle. Da wurde ich kein Reich an sich trägt der Hölle. Die Dümmen der anderen drei Finger können ich arbeiten. Aber die ganze Hand und der ganze Arm, der wird nicht arbeiten. Weil der hält sich drei. Der wird mitleiden mit dem. Und so ist ein Christ. Wenn jemand dort schlägt, der wird er nicht kalt vorbeigehen. Er wird mitleiden. Und so ist er auch in der Freude. Der wird sich mitfreien mit dem Nächsten. Und dort wird uns Krieg verbinden im Herrn. Der Christ hüllt sich taub. Und das schafft ein Leib, wenn er Jesus Christus soll widerspielen auf dieser Erde. Dass die Welt erkennen konnte, wie in Arm sind. Vers 16. Seid eines Sinnes. Und den anderen trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Die Einigkeit im Geist, was Gott alles schenkt, wo bleibt dann unsere Klugheit? Diese Einigkeit ist nicht gemeint hier, wie viele Menschen das denken, wir wollen auf der ganzen Welt eine Einigkeit anbringen, weil wir Gott sein Ziel in das Gebet in Johannes, Kapitel 16, das ist das 17. Sie sind nicht ganz sicher. Wo Jesus betet, das ist Kapitel 17, nicht? Du sagst, viele, Jesus hat die Gebet für die ganze Einigkeit von der Welt, das ist alle Einwohner am. So wie wir am Ende aller geraten sind. So ist das nicht gemeint. Er sagt, im Geist, eines Sinnes seid ihr. So wie sie in dem Heiligen Geist, taub diesen Gott, groß merke, dass er kann verherrlicht werden. Dann sage ich dir gleich, warum würden wir uns danach abstahlen? Hält ihr nicht für die hohen Dinge, sondern viel mehr zu der Lehre. Nehmt ihr die Menschen an, wenn ihr leicht sind, die Schwache. Wem der Jesus Schäcke anlöde, wie sie zu Mol die Lode werden, die China will. Sag ich dir gut, Ruth, holt die Blinge, die Lohme, die Trepels, bringt ihn an. Dort soll auch unsere Anstalten sein. Nun werde ich nicht sagen, nun müssen wir dann befleckt gehen, gerießt gehen, verlumpt gehen, aber wir müssen uns nicht aufhören. Dort ist das nicht gemeint. Im Geist müssen wir uns dafür verhüllen, dass wir diese genau die Schranke gekriegt haben. Wir können uns nicht rühmen. Und wenn wir uns rühmen können, ist das nur allein in Jesus Christus. Und wenn sagt, er hält sich nicht selbst für klug, wir haben das nicht ausgearbeitet. Wir haben uns das nicht verdient, sondern das ist ein Geschenk. Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht vor allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Und hier sage ich das auch, leicht sage ich dann die Berne einmal, wie soll auf gutes Bedacht sein und wie soll Frieden holen. Dann wollte ich leider niemals mit einem anderen Typ über die Bibel reden. Und ich wollte nicht mehr am Tag beten, weil dann ist er da. Dann habe ich Anfrede angetracht. Klar sei, wie du nicht checken wolltest, wie du mit tun. Aber von Jesus Christus zu zeugen, wenn dort Zwietracht bringen, dann sagt Jesus, du kriegst sie jetzt gekommen.
Ich sehe, ich komme in vier Unterstädte. Ich sehe, ich komme dort Schwier zu bringen, sagt er. Diesternis und Licht soll sich unterscheiden. Aber wir sind nicht hier auf dieser Welt am zu koble. Dort wie in Zorn, wo sind, dort wie in Zank, wo sind. Dort ist ein Unterscheid. Wenn ich denke an den 17. Vers, wo wir immer selber auf Gott bedacht sind, wir sollen uns nicht trierachen, sondern dort mit Gott betonen, dann denke ich an eine Früh, wo ich los von Afrika. Da kommt ein Räuber und überfällt ihren Mann und mir kommt dort. Dieser Räuber wird eingestoppt in die Gefängnis und die Früh wird das an. Er hat das so weit, dass ihr Mann dort ist und sie überlegt, wo kann ich tun? Dann fällt er bei mein Mann und die Familie, wo ich heute als war. Ich bin allein. Dann geht sie jedes Morgen zum Frühstück und trägt ihn in die Gefängnis und bringt ihn dort. Dann merkt sie am Mittag und bringt ihn dort, auch Unkas. Und so geht sie an der Fläche, was seine Jahre am sind. Und wie es die Jahre am wäre, dann nimmt sie an den Hüß und geht am Annehmen, was er ihnen sehen. Und das Junge hat keine anderen Wahl, als diese Früh dankbar für ihn zu leben. Heilige du der Jesus Christus, Jana. Und dort lege ich hier, was der 17. Vers meint. Dort nicht bei diesen Tritolen irgendwas. Das immer auf Gott bedacht sein. Diese Früh, wo wir sie denken, der hat alle erreicht, der hat nur beleidigt zu sein, dull zu sein. Aber sie checkt auf einmal, was hat Jesus getan für mich? Alles geschenkt. Mein Mann wie ein Geschenk, meine Kinder wie ein Geschenk, mein Leben in Arm wie ein Geschenk. Was habe ich noch? Dull zu sein. Ich habe nichts anderes als ein Geschenk. Und dort Geschenk kann ich dir verdeulen, jeden Tag. Dort ist uns in der Leib Jesu Christi gegeben. Und wir können dort reichlich erteilen. Alle Wege, wo wir gehen, können wir diese Geschenke wiedergeben. Und ich würde uns auch Mut machen, weil wir mal unser Hängen aufmerken für den Nächsten, wenn jemand uns schlecht angedrungen hat. Vers 18 und 19 sagt er, dass wir uns nicht selbst rechnen sollen. Wir sollen Ruhm geben für Gott in euer Sache. Denn Gott sei selbst in Mose, 3. Mose 19, 18, auch in 5. Mose 32, 35, fingen wir dort, auch in Hebräer 34, sagt er, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Ich und du haben nichts in dieser Sache nicht zu futtern, was Gott sind. Wenn dort ein Geschenk ist, was wir von Gott sich drehen haben, wo wir danach du nicht futtern, ans Reichen wollen. Das schafft nicht. Gott sagt, das ist seine Sache, und da werden wir tagloten. Dann möchten wir ans Fleisch mit dann dort sein. Weil ans Fleisch wird sich immer rechnen, ganz von klein an. Wenn wir zwei kleine Kinder seine spielen und der eine nimmt was weg, dann schielt der andere rein für uns. Der ist nicht den Bedacht, danach der zweite zu geben. Und als sie viele Jahre Schullehrer warst, und bei uns an der Schule wieder zu. Ein Junge hat mit den anderen berät, wir wollen mit Kinder tischen. Dann sagt der Junge, okay, ich tisch will ich. Sagt, jetzt mir eine von denen kennen, die wir Tieren kennen, in einem Sinne stehen, und ich gebe die eine von mir, da habe ich eine andere Sache. Ja, tische sie, dann sagt das andere Junge, nee, ich meine den ganzen Stang. Ich werde aber, ich sage, ein wie am Geld. Ich sage, hab einmal, wie immer so wenig, ich meine den ganzen Stang, was kauft? Im ganzen Haufen hängt heran, weil er dem endlich mal nur wie in den ganzen Kante verschätzt, dann kauft er verdicht. Und das soll bei uns Krieg anders sein. Wenn ich das mache, dass der mich schlechtet an das, dann soll ich am Leben diese ganze Kante hier von der anderen auch noch drehen. Kostet wirklich alle Hand. Der Junge wird sich immer haben beschämt, gefällt zu werden. Weil ich habe so einen großen Kabel, wo ich anstellen will, einen kann, dann schenkt er mir die alle. Weil wir auch Gott rühmlote, der Euer, der Rache über dort, das Gott sind. Wir haben kein Reich, uns zu rechnen an irgendwo. Dann wird uns viel mehr durch die Hand wiesen, will wie der Handel hat. 20 und 21. Wenn dein Feind hungert, so du am Speisen. Da ist am, so du am Wutter geben. Wenn du dort bist, da wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Wenn wir wollen im nächsten gute Worte dönen, woher uns schlechtet, meint unter dönen, da wird am so brennen. Möcht wir auch in der Predigt, wo Petrus hält. Weil heute Menschen dort sagen, dass die haben Christus gekreuzigt. Die kriegt wieder dort. Und auf einmal sehen sie, da brennt in der Hort. Was soll ich tun?
Er denkt, dass er deib durch. Und das ist auch, was Jesus will von uns haben. Er sagt, dass die Menschen betonen, macht Gott. Alle Wege, wo schlechtet jemand in den Tieren, dass Gott regiert. Hungert jemand? Lass ihn finden, dann darf er. Da stimmt, darf er zu trinken. Und da wirst du am die Werne, ohne irgendwie zu sein. Sondern er wird in die Christus zu sein. Und dort ist, was wichtig ist. Und dann der letzte Vers ist, wir müssen uns nicht von der Dame Leute gefangen nehmen, sondern wir sollen dort überwinden in der Gäude. Überwinde das Böse mit Guten, fing ich so an, dort ist Gottes Liebeswille. Gott sein Wille zu erkennen, in dem ich lebe, er wirst du dort Schlechte überwinden mit der Gäude. Ich will in drei Punkte taubfoten, diesen ersten Kapitel, der Leib, der wird ans Leiden. Wenn wir in der Leib Christi sind, der wird ans Leiden. Und der wird uns auch den Weg bereiten. Der wird uns gerade den Weg wiesen, wo wir gehen können, wenn wir in der Leib Christi sind. Und der dritte ist, der wird uns mit den Augen deuten auf mancherlei. Der Leib Christi, der wird uns mit den Augen auf manche Sachen hinweisen, wo wir das können merken, wo wir können vor allem durch sein. Ich komme eben in den 13. Kapitel. Hier geht es eben im Gehorsam nennen, gegen die Obrigkeit. Ich will lesen 1,7. Sagt er, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Denn die, die Gewalt haben, sind nicht für die guten Werke ein Schrecken, sondern für die Bösen. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes, so wirst du Lob von ihnen haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein um der Strafe willen, sondern auch um das Gewissen willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf eben solchen Dienst beständig bedacht. So gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, und Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Denk, wann wir denken in diesem Kapitel dann, dann verstehen wir nur einmal erst bloß, warum springt eine Ehe bloß in der Regierung dann. Denk, wenn wir daran denken, was da passiert wird mit dem Kaiser Nero, weil viele Christen die Leute anbringen, dass der ganz grausame Präsident wieder kommen und sagen, trifft uns dort als Christen trotzdem diese Unjahrdung zu sein. Das trifft uns keinen Reich, irgendjemand unterzusehen. Bitte, dass jemand Gott sehen will. Wenn sie uns sagen, die dürfen nicht beten, die dürfen nicht mit dem Gott in Kontakt bleiben, dann sagen wir, wie macht Gott mehr Gehorsam als der Mensch. Aber wie macht weiter die Obrigkeit erst von Gott durch? Der ist von Gott angesagt. Warum? Weil wir in der Obrigkeit, wenn wir aus 10 Jahren Gottes leben, wo wir Gott sehen handeln, auf dieser Welt erkennen, wer Gott ist. Gott, der seinen Heilsplan auch durch die Obrigkeit zu eng bringen, vollführen auf dieser Welt. Und deswegen merkt er uns sehr, sehr Mut, diese Obrigkeit unjadun zu sein, weil wir Gott dann unjadun sind. Wir dürfen nicht an widerstreben. Nun sagen wir vielleicht, was ist eure Obrigkeit? Okay, wie in unserem Land hier in Bolivien sagen wir, als Präsident, Evo Morales. Das ist die Obrigkeit. Aber ist das alles? Ich denke, nein. Er zeigt die Obrigkeiten, die sind drauf, bei der ganz Kleinen, bei dem Schullehrer in unserer Schule. Das ist unsere Obrigkeit. Ein Kind hat dem Lehrer zu gehorchen in der Schule, weil er erst von der Obrigkeit tut. Die Police auf der Gas, die auf kurz. Und so habe ich viele, viele Dinge an. Sehr wie diese Männer ein frühes Untertan von der Obrigkeit, was du sind. Und ich denke, wir würden wir uns gerne selbst prüfen, wenn wir dann denken, was tun wir auf der Gas, wie eine normale Police?
Wie weit du dreht, viel anabrechtig. Und dort der wird nicht in der Städte der Anabrechtigkeit. Aber wir haben ans Ernte unter Arden. Ich glaube, wir würden vorstellen, wenn wir ans Leben du in betrachten, wie viel Mal haben wir Gott was um die Sache getan? Wie viel Mal haben wir Gott nicht gedankt? Wir haben dann vielleicht gesagt, du bist der Korrupte, der Chef. Alles im Land dreht scheif und du bist krank. So. Wir können nicht sagen, dass heute vielleicht nicht so ist, aber was ist an uns? Am der Fertig schmieden. Die Bibel lehrt uns, wer wir eine Anerkennung geben, wer wir eine Idee geben, wenn er eine trifft. Und wenn ein Polizei auf Gott sagt, ich wünsche dir zu sehen, forsch, dann hat er nicht am Gaspedal und dann war ich. Dann fragt Gott die, was du mit der Sie drehen und was du anhören. Und wenn du wo ein Schild steht und du steht Stopp, wo, dann fragt Gott die, was du hier anhören und was du erst checken, ob jemand kommt. Und dann vorwärts wieder. Dort ist die Obrigkeit untertan sein. Und hiermit sage ich nicht, wie man denn alle Dämme, die er hat, all dem Tröchchen, alle, was er ist, da muss wir auch untertan sein, die alle kriegst du mit dran. Dort ist er nicht gemeint. Wo er dort ans Mödmöcke die Obrigkeit unjadun zu sein, weil der ist von Gott. Er sagt, wer sich im zweiten Vers, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Gott hat dir die Hand gestellt, für uns als eine Dienerin, oder für sich als eine Dienerin kommen sei. Er deint Gott. Und wie dürfen wir das widerstreben, durch der das uns mitmerken, diese der Irrte hier wird enttraft. Und weil wir dort auch in unserem Leben anwenden. Und dort wird du und Utwirchen, dort wird so eine Utwirchung haben, dass die Regierung, die Menschen, wo Jesus Christus kennenlernen. Ich will mich nicht rühmen, aber schlüsse drei, hält mir ein Police ab und sagt, hier muss ich fertig bleiben, hier war du bleiben, was dem ein Sticker, was im Glas haben. So hat. Sag ich, okay. So, er sagte mir eine frühe Rede, ja, bleibst du fertig. Ich denke, und sage mir, du bist auf der Bank da. Ganz hier, Leute. Da wird keine halbe Stunde vergangen. Der will alle Mögliche auf Familie, ich bloß mal fahren soll. Warum? Weil er nicht im Reich sein will, er will ein bisschen alt. Aber ich deut, was er sieht. Ich bleibe da und ich sage mir, du bist am Dorn, ich sage da. Ich lerne nur dort, was er zu mir gesagt hat. Und der Gorilla sagte, du, mir der das leid, du kannst hier vorbeifahren, du kannst den Sticker auch in der Stadt schreiben. Das ist nicht so, dass du Matz hier bleibst. Das sagt der Satz nicht. Sagt er, weil du hast nach so und so viel Zeit zu einem frischen Schreiben, dann ist mal. Dann sage ich, du hast aber zu mir so gesagt, ich will nicht vor. Weil die Bibel mir das lehrt direkt an. Ich habe die Türe speichert. Und früher habe ich am Chance zu Gott. Ich sehe nichts. Ich sehe, ich will die Mildmöcke lehrt Jesus Christus mit Chance. Dann sehe ich, ich will in Santa Cruz fahren, ich will im Chaipe, ich will hier drüber vorbeikommen. Sag ich, dort sage ich dir, rein alle, und die das nicht. Ich sehe, sei nicht, rein alle. Ich will hier vorbeifahren, wenn Gott das will. Du hier bist, ich will dir das wissen. Er lädt mich vor und er kauft das und kommt drei. Dann will er mich krank machen abhören und sagen, das wäre ich wir. Und ich hält Stellen und er weiß noch, so ja vor, jetzt sind noch. Er kommt mit meinem Vater, jetzt hier hat er angepackt. Und ich sage, ich will dir bloß wissen, du sind Menschen in dieser Welt, wenn du dich drei Leute von dem Heiligen Jesus. Und die Worte, die nicht bloß so um die Sache lehren. Wenn die sagen, ich will ein Scheibe in der Stadt, dann will ich das. Und die Worte auch schalten. Und jetzt sehe ich noch eine Sache für dich. Ich schenke ihm ein kleines Buch und ein Traktat, welche können den Weg zu der Seligkeit finden. Und mein Ratsatz Wunsch ist, dass du kannst diesem Jesus kennenlernen. Weil du das mir so ein großer Unterschied in diesem Mensch. Ich habe den Luther nach ein paar Monaten getroffen. Der begreift mich immer scharf dahin, der lässt mich immer vorbei vor dir. Ich sehe ihm dort wie beide in Antioch, was er hier sagt in Römer 13. Wie beide für jeden. Und ich weiß, dass die haben jeden Tag Entscheidungen zu treffen, viel mehr nach dem Präsidenten der Buhr. Und wie beide für jeden. Und wie will ich wieder für jeden beten. Aber möchte ich eine Sache reich für Gott. Und dort ist, was die Bibel uns gleich abfordert hat. Wer wird ein Unjadon sein? Da wird eine Gelegenheit sein, die wird uns Frauen, wird sie dort. Dann haben wir das Recht, in die Mitteilung von Jesus Christus. Und du wirst sie Gott kennenlernen.
Du wenn sagt du kannst falsch fief, saß wieder. Du wenn das wichtig, unjedun zu sein, nicht allein will er Struft ja, sondern auch um das Gewissens willen, weil wir uns verschuldeten, jenen Gott eva. Nicht bloß, dass wir an unjedun sein will, sie hat das Recht an seine Strufe, sondern wir wollen uns die Wesse auch reinhüllen, weil sie von Gott tun es. Vers 7, saß er dann, wie soll er an dem Stehen geben. Und so sagt wie jeder Mann dort schuldig, wenn dort Stehe ist, er wie Stehe, wie im Zoll, dem Zoll, wem die Furcht, den soll dort schreien, wem die Irrtracht, dem soll dort je vor. Und ich denke, hier habe ich ein gutes Verbild sein. Und ich weiß, wie sind das vielleicht auch in vielen Dingen ohne das wieder weiter. Unsere Stromkompanie, die hier in Bolivien ist, das kriegt. Dein Mann wird nach uns kommen, der in unserer Kolonie haftet nicht so lange Strom. Der sagte, wie möchte ein Jünd in unseren Menschen so einen klaren Unterscheid, wie weit nicht warum. Sag ich, was ist? Sagt er, wenn jüngere Menschen nach 2 Monaten hingeblieben mit ihrem Strombill, dann kommen den Leuten Geld auf den Tisch, bedanken sich und gehen weiter. Unsere Menschen, sagt er, wenn die 1 Monat hingeblieben, dann machen wir den einmal Monat und wie weiter auf dem Latzen irgendwo wieder einen Hochschneider machen. Die kommen nicht. Sagt er, jüngere Menschen, die kommen hinein, die sagen, meine Strombill ist sehr hoch. Ich weiß nicht, warum das so hoch ist. Aber die betonen, dass die gehen weiter scharf in den Hüß. Und du musst dich an sich merken, dort sind Dinge, wo wir keine Unjahrdun sind, Gott, Jehen, Eva. Toll dem dort, was dem die trifft, und gut drehen. Und das, was dem Menschen im Notdienst bringen. Die sagen, uns jetzt so schön, manche Dietsche zu arbeiten, viel, viel besser als manche eigene Menschen. Warum der das? Wenn ich und du abrechtig mit diesem Gott leben, dort ist, was er tut. Unser Leben wird automatisch und Waschspiele kommen sei. Sie lehren Jesus Christus gerne. Ich will wieder lesen, Vers 8, 14. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn dies, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, das wird in diesen Worten zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dies lasst uns tun, weil wir die Zeit kennen, dass die Stunde schon da ist, auszustehen vom Schlaf. Weil unsere Rettung jetzt näher ist, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeikommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar wandeln als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für das Fleisch nicht so, dass Begierden erwachen. Ich sage, keiner von uns soll in nächsten Schulden bitter der Leib. Und hier hat er uns 3 Apfel Leuven abhalten. Er sagt, dass der Satz sagt von Ehebrechen, Morde, Stehle, falsche Rede, Jankere, das futtert in einen Taub und sagt, Leib deinen Nächsten so aus dir selbst. Und die Dinge, die wir tun, ich kann diese Dinge, die ich kurz erwähnt habe, die kann ich alle Jedone haben, gezwungen. Ich wollte eine Mathe nicht in Jedone sein, ich wollte eine Mathe tollen, ich wollte eine Mathe und eine Mathe. Dann habe ich dort die Satz nicht erfüllt. Aber wenn ich dort ein Leib gehen über zu Gott, dann habe ich dort die Satz erfüllt. Der Leib ist dort, Jan, der uns drehen soll, nach diesem Nächsten. Und immer war er, wie du an denkst, wenn du ein Problem hast im Leben, dann prüf dich, ob dort ein Leib ist. Wenn du ein Janke hast, war er Dinge zu tun, die du vielleicht nicht siehst, dann prüf dich, ob dort ein Leib steht zu Gott. Und ich denke, wir waren furchtbar, dass dort dann viele Dinge nicht funktionieren. Da sagt er, das eine kostet alle Topfote, Leib in den Nächsten, so aus die Salz. Und diese Leib, ich habe ihn Mohan in Jesus Christus. Ich und du selbst sind unfähig, zu leben von Natur aus. Wir haben vielleicht eine Leib, die hier bei ihr so sitzt, aus Leib. Aber das ist eine Leib, die furchtbar ist.
Ein Leben, das der Jesus Christus in uns Herzen enttragt, ist ein Leben, das er nicht feiert. Dieses Leben sagt, dass der Todeiger der Sündenmenge, der hat nicht den Sinn überchicken, der hat nicht den Sinn verwäschen, aber der kann mitfallen mit den allen seinen Fehlern. Der hat uns drehen, dieses Leben. Hast du dieses Leben Christi in dir? Das Ohr wird kreuzt aus dem Parfum. Wenn wir ein Ding haben, das ist sehr scheinrig, ich glaube, ich nenne das auch Parfüm. Du darfst an deine Hand und dann bewäscht im nächsten Ring ganz. Wer wird denn richtig? Die alle beide. Und so ist das auch mit dem Leib. Wie denkt ihr immer, das Leib ist bloß immer weich. Leib ist bloß dem weich. Nein. Mit der selben Mut, wo du meter, das wird die Mut geworden. Und wenn du Leib geben darfst, dann kriegst du Kraxel bei der Tree. Und vielleicht mal viel, viel mehr. Ich sage auch hier, diese Klasse und ihr Recht. Das ist ein Räumerbrief, der ich nehme. Ich glaube nicht, dass du wer was so gespäß war, als ich selbst. Warum? Weil ich habe für Gott gesagt, ich stufe die ab. Und ich will dort schenken, wo ich kann. Und Gott sagt, ich will die segnen. Das Räumerbrief ist für mich persönlich so eine Erneuerung in meinem Leben. Das kann ich gar nicht feststellen. Weil ich die erste Weg nach Hause komme, ich sehe zu meiner Frau, ich sehe nie einen Mensch. Gott hat für mich ganz was anderes all gemerkt. Weil ich habe Klarheit gefunden, die Bahn, die ich vorher nicht fange. Und das hat sie rein alle beleben, wie immer sie sind. Indem, dass sie waren reut sind, die nicht hängen aufzumerken für den Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast schon immer manche, du bist der Janja, wenn du in diesem Deipen sehen geht. Das ist nicht so, dass du alles waschmützt und dich rissen hast für dich. Sondern Gott wird dich ansehen. Dann sagt er wieder, der Leib, der dir dem Nächsten nicht schlechtet, der Leib ist die Erfüllung von dem Gesetz. Wir können die Gesetze nicht holen, aber der Leib, der das Ganze erfüllt. Und dann lässt wie Christus dort stehen in unserem Leben. Dann der wie besiegt hatte, in Jesus ist der Jahre wieder fort. Und dann wollen wir sicher auch im Ziel kommen. Weil wir diese Leib Christi durch uns schälen lassen, damit wir fähig sind, auch andere zu leben, selbst wie uns selbst leben können. Vers 11 sagt er dann, das lässt uns tun, weil wir die Zeit kennen, dass die Stunde, du es ab der Stunde von Schlupf, weil unsere Radung nicht dichter bei ist, als wir gläubig werden. Ab der Stunde vom Schlupf. Wir kennen die Zeit, dass die Welt im Düsteren ist. Und dass wir brauchen, wacker zu werden. Über nur zu denken, was ist das wirklich im Leben mit mir? Wenn wir über nur denken, schlupp ich oder schlupp ich nicht? Und ich sage immer, eine gute Prüfung ist für uns, entweder aus dem Schlaf, nimmt das Wort Gottes und guten Angläubigen der Fantasie, wer Jesus ist. Dann wirst du sicher nicht schlupfen. Prüf das mal in deinem Leben. Wenn du wirst die prüfen, ob du noch schlafst, dann hast du eingeschlupfen besser oder nicht. Nimm mal das Wort Gottes und geh mal ganz angläubigen davon anreden, wer Jesus ist und was in deinem Leben ich tun habe. Du wirst die Mäute, du schlafst keiner dabei. Und das ist eine gute Selbstprüfung, was wir haben. Prüf die immer wahrer in dem Wort Gottes. Jeden Eva, den Radar, wo steht das mit deinem Leben? Und er sagt nur, diese Dinge, selbst wie ich lebe, der Leib, Gott, jeden Eva, zu der Obrigkeit, zu unserem Nächsten, weil wir weiter die Zeit erst nicht dichter bei uns da, als wir uns bekehren, dass Jesus wird wahrer kommen. Das ist Zeit abzustunden und nicht mehr bis viel Raum zu setzen, sondern im Dienst dort zu sein für den Herrn. Sagt, die Nacht ist verrückt, also das ist vorbei. Der Tag ist aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar wandeln als am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht, Ausschweifungen, nicht in Hader und Neid. Wir warten auf den Tag. Lasst uns ehrbar wandeln als am Tage. Die Nacht ist vorbei und der Tag ist dicht bei. Jesus ist auf diese Erde gekommen und der ist drin im Himmel gefahren. Und wenn du diesen Jesus kennst, dann weißt du dort auch,
der Dach ist dich bi, wo er war kommen wird. Der Düsternis hat keine Kraft mehr. Jesus ist gekommen, hat Licht gebracht. Die Nacht ist vorbei. Licht ist gekommen. Und das weit wir erst nur dichter bi, als jemals euer gewasst ist. Lot ans Aufleihen, wo hat die Düsternis gehört. Warum will ich nur mit Dingen herumdrehen? Wo hat die Düsternis gehört? Sag Lot ans das Aufleihen, wie will er leben, so leben als am Tag? Er sagt, lasst uns ehrbar wandeln als am Tage. Wir sollen so abrichtig leben, als wir im Kloren über Tag leben. Nie, es war ein Bildgebruch von der Düsternis aus Sinn. Und ich weiß so viel in meinem Leben, wo ich Dinge ausgelebt habe in der Düster mache, aber niemals in über Tag. Immer zu uns, warum? Wie lange können 3 Meter besiegen, die nachher verbiegen und der erkannt die nicht? Das ist Zeit. Das denkt ihr, weicht die Leihe. Unsere Worte wird nach der Düsternis gehören. Wenn wir negative Punkte in uns Berner haben, dann werden wir das zu sehen, Leute, und werden wir im Licht leben. Weil es ein Christ, der lebt auf dem Dach, dass Jesus wird wahrer kommen. Und dann lässt uns auch im Dach leben. Weil Jesus wird im Dach kommen, weil er das Licht ist. Dann werden wir auch im Dach leben, dass wir reut sind, am zu begehen. Der letzte Vers sagt, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für das Fleisch nicht so, dass Begierden erwachen. Zieht an den Herrn. Was meint das, wenn wir Jesus Christus antreten sollen? Ich verstehe ein paar Dinge. Einmal ist das, dass wir Jesus annehmen als unser persönlicher Herr und Heiland. Und ich glaube auch, dass er das meint, wenn wir in Galater 3,27 lesen. Da sagt er, wie viele von euch in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Und das ist nicht gemeint, wie viele mit Jünger mal Wutter begotten sind, ihre Ungeduckt. Wenn dort wir, dann können wir uns das Tinger, alle dort Leute, dann wieder vor dich. Wie viele von uns, die durch den Heiligen Jesus wahre Geburten sind, da habe ich Christus angetragen. Das ist gerade die Bekehrung und Wiedergeburt. Und da will ich dir zum Schluss noch einmal fragen, hast du diesen Jesus angetragen? Hast du doch klar, dass du mit ihm lebst? Hast du eine wahre Geburt erlebt? Diese Heilige Geistestaufe, dass er in dir wohnt. Wenn du hast, dann frage ich mich mit. Und wenn du nicht hast, dann ist Zeit, dass du abweist. Weil Jesus wird wahrer kommen. Bist du reut, diesem Jesus zu begegnen. Ich will diesen 13. Kapitel auch Taubfote in 3 Sätze. Hier redet von, dass ein Mensch, der braucht eine Hoffnung. Und das ist nicht eine Hoffnung, wo du bist ladig rennt, sondern eine Hoffnung, die du ganz fest ist. Auf dem Tag des Herrn. Wir haben eine Hoffnung, Jesus, ich habe wahr. Und das ist eine ganz feste Hoffnung. Das sagt, eine Hoffnung, wenn er uns Kraft geben wird, diesem Jesus nicht zu fallen. Und das ist nicht eine deutsche Hoffnung. Was würden wir noch hoffen, wenn er deutsch wäre? Das ist eine lebende Hoffnung. Jesus hat gesagt, ich will kommen. Und ab dem Tag haben lebt in Christ. Und das wird er motivieren. Das ist seine Driebkraft, diesem Jesus dann nicht zu fallen. Ich habe mit dem Schluss einen Gedanken abgeschrieben. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus. Und er wird wiederkommen und wir werden alle Zeit bei ihm sein. Und dort wünsche ich auch für dich und für mich persönlich, weil wir in dieser Hoffnung, in dieser Unterordnung Gottes leben, mit einer Däupel läuft zu unserem Nächsten, dann du ein Wort Gott verherrlicht, du ein Wort Gott offenbart in dieser Welt, und weil wir im Tag des Lichts leben, will das Wort im Licht wahrer kommen.